Wir starten mit einem Arena-Kampf. Ich glaube, ich bin bereit für den Big Jim. Den großen Endboss hier. Wegen der Ja. Arena. Ich habe gegen Ike gekämpft. Der Typ ist meist so zugedröhnt, dass er kaum stehen kann. Und was lässt du dafür jetzt springen? Ach, deswegen bist du hier. Hier, mehr gibt's für die Pfeife nicht. Ich hatte einen Schlagabtausch mit Gunn. Da erzählst du mir nichts Neues. Du hast ihn ziemlich alt aussehen lassen. Aber an deinem Sieg gibt es keinen Zweifel. Hier. Ich will gegen dich antreten. So, so. Du denkst wohl, nur weil du Ike und Gunn geschafft hast, hast du leichtes Spiel mit mir. Aber das kannst du dir von der Backe putzen. Ich bin ein ganz anderes Kaliber. Aber fassen wir die Fakten mal zusammen. Da du alle Hebel in Bewegung gesetzt hast, um mich zu einem Kampf zu bewegen, will ich kein Spielverderber sein. Wenn ich dich durch die Arena jage, wird es eine kurze Vorstellung für dich. Sag mir, wann du bereit bist. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bereit für ein Duell? Mehr als das. Triff mich in der Arena. Ich bin bereit. Ich kenne den Typen nicht. Ach du Scheiße. Irgendwas habe ich mit. Erst mal was trinken. Ich habe in den Chatback investiert. Ups. Ich muss wohl deutlicher werden. Ich mach das. Ein paar Outlaws getötet. Upsi. Das wollte ich gar nicht jetzt. Da werde ich wieder mein bisschen was zahlen müssen. Zähl bis drei, dann liegst du am Boden. Das werden wir ja sehen. Zieh deine Waffe. Upp. Eins, zwei. Er hat geblockt. Ja, der hat sich ausgezahlt, der Chatback, danke. Big Jim. Eat that. Du Mistschwein hast mich besiegt. Vorsicht, oder es gibt einen Nachschlag. Lass gut sein. Einmal verlieren ist schon schlimm genug. Jetzt wird mir niemand mehr folgen, wenn ich die Rebellion ausrufe. Kannst stolz auf dich sein. Wegen einem verlorenen Kampf gibst du klein bei? Niemand hat bisher den Duke besiegt. Du hast mich aber jetzt schon besiegt. Und das, obwohl ich nicht einmal die Führung habe. Denkst du wirklich, dass mir auch nur einer der Typen hier jetzt die Treue schwört? Hier, das Elixit gehört dir. Verdammte Regeln. Danke. Gute Arbeit, Ray, da draußen. Oh, Ray, was hast du getan? Die armen Menschen. Ray, du Schwein. Oh. Oh, 55 müssen wir es bekommen. Nice. Okay, wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Machen wir noch eine nächste Abkürzung. Heilen gehen wir auch noch schnell. Haben wir ewig viel Schnaps. Und Setzerbrot. Das macht gar nichts, das Setzerbrot. Nastja! Hey, du. Nasty will mit dir sprechen. Tatsächlich.
Du meinst also, ich kann mich trauen, dieses Weib noch einmal anzusprechen? Na schön, ich merke mir deine Visage, falls das eine Lüge ist. Ich steh direkt neben mir, Typ. Eine von deinen Pfeifen hat mir gesagt, ich soll mich bei dir melden. Ich hab mich mal umgehört. Du machst hier die ganzen Leute verrückt. Weißt du das? Ups. Ach ja. Allerdings, jeder Zweite hier hält dich für eine harte Sau. Aber wenn ich dich so ansehe, dann glaube ich, du überlebst nicht mal einen anständigen Sandsturm. Und wann kommt der Teil, der mich interessiert? Na dann wollen wir doch mal sehen, was du wirklich drauf hast. Hör zu, ich mach dir einen Vorschlag. Wir machen einen kleinen Ausflug, dann kannst du mir beweisen, was du wert bist. Habe ich denn eine andere Wahl? Ich habe da eine große Sache, die erledigt werden will. Doch brauche ich richtige Männer dafür, nicht das gewöhnliche Gewürm, das hier so rumläuft. Also werde ich dich erst einmal testen, ob du auch was aushältst. Bereite dich vor und dann gehen wir, klar? Nur meine Outriders Place sich anschaut, dann merkt man, dass ich nicht bereit für diese Prüfungen bin. Stell mir deine Prüfung. Okay, wir sehen uns draußen, vor der Stadt. Wir werden teleportiert, ich weiß. Oh, ist Ray dabei? Die Leibwächter sind so, dabei. So, Freundchen, wie du siehst, ist die Gegend da drüben ziemlich insektenverseucht. Was du jetzt tun musst, ist einfach. Geh rüber und erledige die Biester. Kriegst du das auf die Reihe? Ich schätze schon. Na dann beweg deinen Arsch. Ganz alleine? Ich meine, ich kann sie hierher locken. Oh, haben wir uns noch eine starke Knochenbrühe rein. Haben wir hier noch was, was ich... Ohne Kontrolle. Das ist echt eine Plage. Ich bin nur einen toten Kopf drüber. Ja, da war mit dem Granatwerfer rein und haut mich selbst weg. Oh. Nein, nein, nicht zu ihm gehen. Was machst du? Oh. Ja, den Typen mit dem Granatwerfer mal mehr wegmachen. Der Typ mit dem Granatwerfer killt mich. Was zum Teufel? Was war das für ein Schwachsinn? Wirklich? Wirklich? Das war die Prüfung. Oh. Wer von euch hat den Granatwerfer ausgepackt? Du. Ach du Vollidiot. Naja, für den Anfang schon nicht schlecht. Ich überleg mir mal in Ruhe, ob ich was mit dir anfangen kann. Komm zu mir, wenn du dich wieder einigermaßen erholt hast. Mal sehen. Vielleicht gebe ich dir dann einen richtigen Job. Ja, ohne Leibwächter bitte. Ihr lasst mich in der Wüste stehen. Na, ist ja krass. Da gibt's auch nichts in der Nähe. Ach, dann teleportieren wir uns wieder in die Stadt rein. Na, zuerst zum William. Ja. Wie geht's dir, Eik? Warum schleichst du hier herum? Weil ich die Schleichtaste auf der Lauftaste hab, deswegen. Deswegen wird geschlichen. Du Big Boy William. Halt! Wenn du glaubst, du kannst hier grundlos Leute angreifen und kommst damit durch, dann hast du dich geschnitten. Entweder du bezahlst deine Strafe oder du wirst mit den Konsequenzen leben müssen. Ich zahle meine Strafe. Das will ich dir auch geraten haben. In meinem... Und jetzt verpiss dich. Wegen der... Big Jims Rebellion ist abgeblasen. Gut, dass du ihm sein dummes Maul gestopft hast. Oh. Das wird den anderen zeigen, dass der Duke der wahre Herr des Ödlands ist. Den Rang eines Hauptmanns hat er sich verspielt. Dann haben wir ab jetzt wohl nur noch drei Hauptmänner. Hier, ein bisschen Spielgeld zum Verbrassen. 50 für zwei Tode.
Okay, wo ist die Ratte? Wer ist denn der Typ? Wow, was habe ich gerade gesehen? Ah, nur Wachen. Hm. Ich erkenne ein Q, ein U und ein Y. Ich erkenne ein Bett, in dem ich schlafen werde. Ein Schlafsack, jawohl. Brot. Warum nicht? Ein Safe. Nee. Ich bin nicht gut genug. Mal schauen, ob Red da oben ist oder ob ich ihn unten finden muss. Oh nein, hier ist keine Ratte. Oh, ich hasse Red. Hasse Red. Oh. Ich werde seinen Plan nicht mitmachen. Hey du, hast du mal einen Moment? Kennen wir uns? Keineswegs. Ich habe nur jemanden gesucht, den ich an meiner guten Laune teilhaben lassen kann. Da du nicht den Eindruck machst, als wärst du ein überzeugter Anhänger dieses Haufens hier, dachte ich mir, du wärst der Richtige. Ach, ist das so? Ja, Mann. Ich sag dir, meine Tage in diesem Rattenloch sind bald vorbei. Willst du hören, wieso? Kleriker. Gut, aber fass dich kurz. Die Sache ist die, ich bin vor kurzem von meiner Erkundungstour ins Ödland zurückgekehrt. Ich habe in ein paar Ruinen nach allem möglichen Zeug gesucht, du weißt schon, das Übliche eben. Dabei bin ich auf ein paar interessante Hinweise gestoßen, die auf ein Wissen der alten Welt deuten. Und wenn ich mir das richtig zusammengereimt habe, ist dieses Wissen so gefährlich, dass es ganze Landschaften verwüsten oder mit Energie versorgen kann. Interessante Geschichte. Nicht wahr? Und für dich fällt sicher auch noch etwas ab, wenn du interessiert bist. Lass uns noch einmal über deine Geschichte reden. Du witterst wohl schon den fetten Braten. Das ist gut. Sogar sehr gut, denn ich brauche deine Unterstützung bei der Sache. Wie du dir sicher denken kannst, habe ich das, was ich suche, noch nicht in meinem Besitz. Ich war kurz davor, es einzusacken, aber dann kam mir ein Konkurrent dazwischen. Er hat den Fundort geplündert, bevor ich mir alles unter den Nagel reißen konnte. Und wo steckt er jetzt? Nun, ich konnte seiner Spur folgen und ihn ausfindig machen. Ein gezielter Schuss in den Hinterkopf und dieses Problem war erledigt. Leider habe ich dadurch auch ein paar Viecher aufgeschreckt. Bevor ich seine Taschen umkrempeln konnte, haben sie sich über seine Leiche hergemacht. Was hindert dich daran, sie zu beseitigen? Mache ich etwa den Eindruck, als könnte ich mit einer Waffe umgehen? Ich meine, klar, ich kann aus dem Hinterhalt agieren, aber in einem offenen Kampf stehen die Karten schlecht. Alles, was du tun musst, ist, die Leiche dieses Drecksacks zu plündern. Bring mir, was du findest, und du wirst so viel Elixit von mir bekommen, dass du ausgesorgt hast. Von welcher Summe reden wir? Es sind sicher ein paar Tausend, wenn nicht sogar über 10.000 Splitter für dich drin. Und das ist kein Witz. Ich halte meine Versprechen. Erschießt du oft Leute aus dem Hinterhalt? Nur dieses eine Mal. Und es hat mir auch nicht unbedingt Vergnügen bereitet. Aber ich habe den Typen nicht gebeten, mir in der Nacht die Aufzeichnung zu stehlen. Sozusagen habe ich mir nur Gerechtigkeit verschafft. Ich spiele den Leichenfledderer für dich. Gut. Nördlich vom Fort bildet eine Felswand die natürliche Grenze zur Abessa. Dort solltest du in der Nähe von ein paar Nestern seine Überreste finden. Pass aber auf die Biester auf, sie teilen ihr Futter sicher nicht freiwillig mit dir. Oh, was ist? Netz? Netzer Mistkugel. Oh, eine Truhe. Oh, Trockenfleisch. Zu einfach. Ja, ich habe einfach reingemasht. Suchst du etwas Bestimmtes? Ja, ich habe deine Elixir schon, deine Loot schon genommen. Denke mir, das ist ein Werk, eine Workbench. Workbench. Wo ist Red? You bastard. Ich habe mit Chloe gesprochen. Und? Pass auf, ich habe einiges aus ihr rausbekommen. Es war nicht leicht, aber als wir erstmal ein bisschen was getrunken hatten, sprudelte es nur so aus ihr heraus. Der Armen geht es wirklich nicht gut. Komm zur Sache. Alles klar. Also, ich habe herausgefunden, dass Chloe erpresst wird.
Sie kann an den Duke nicht zahlen, weil jemand anders ihr die Kohle abnimmt. Wir sollten uns nicht hier unterhalten. Komm lieber ein paar Schritte mit mir. Lass uns etwas außerhalb reden. Am besten folgst du mir unauffällig. Okay, geh voraus. Es muss ja nicht jeder mitkriegen, was ich dir gleich erzähle. Die Sache ist nicht ganz ungefährlich. Wir sollten dringend etwas dagegen unternehmen. Ich folge dir auffällig. Was anderes kann ich nicht. Look, Red. Also gut, ich denke, hier hört uns niemand, den es interessieren würde. Pass gut auf, mein Freund. Blake erpresst Chloe. Er fordert Schutzgeld von ihr. Hilf mir auf die Sprünge. Wer ist Blake nochmal? Einer der vier Hauptmänner hier natürlich. Er steht im oberen Teil des Forts. Meiner Meinung nach hat er den Sitz als Hauptmann überhaupt nicht verdient. Aber wer bin ich schon, den Duke in Frage zu stellen? Interessant. Allerdings. Du solltest auf keinen Fall mit Blake darüber reden. Wir wollen schließlich eine endgültige Lösung. Wenn er davon erfährt, dass wir Bescheid wissen, dann wird er Chloe bestimmt für einige Zeit nicht mehr erpressen. Aber irgendwann wird er wieder damit anfangen. Wir brauchen etwas, das ihn dauerhaft dazu zwingt, die Schutzgeldscheiße bleiben zu lassen. Wir sollten William davon berichten. Du kannst es gerne versuchen, aber das wird nichts bringen. Du hast doch den Auftrag, dich darum zu kümmern, oder? Warum sollte er einen Finger dafür krumm machen? Tu, was du nicht lassen kannst. Aber wenn es schief geht, habe ich eine bessere Idee. Du solltest sein Zeug durchsuchen. Ich weiß, dass der gute Blake einen ziemlichen Leibwächterverschleiß hat. Soll heißen, er hat in den letzten 2 Monaten schon 3 unterschiedliche Leibwächter gehabt, weil sie alle gestorben sind. Wenn wir den Grund dafür finden, dann haben wir ihn in der Hand. Wir brauchen irgendeinen Anhaltspunkt. Und den finden wir am ehesten zwischen seinen Sachen. Warum durchsuchst du nicht seinen Kram? Hey, Freundchen, hat William mir oder dir den Auftrag gegeben? Ich muss dir auch gar nicht helfen. Ich mache das hier für dich, okay? Durchsuche seinen Kram und komm wieder zu mir, wenn du etwas gefunden hast. Dann überlegen wir uns, wie wir weiter vorgehen. Ich gehe jetzt wieder zurück in Chloes Bar. Wir sehen uns dann dort. Was für Rat. Rat. Oh. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal durchspielen schon einen Weg gesucht, wie ich nicht mich auf Rat seinen Dreck einlassen muss, aber ich hoffe, dass ich diesmal wirklich mal einen Weg finde, nicht nach Red Piper zu tanzen. Schauen wir mal, ob wir ihn verbessern können und dann nochmal ein anderer Weg eingeschlagen wird mit dieser Mission. Blake! Red ist ein Idiot. Jo. Du erpresst Schutzgeld von Chloe? Pass mal auf, Freundchen. Du hast gesagt, dass du Baxter positiv gegenüberstehst. Wenn das so ist, dann solltest du keine Fragen stellen, die dich eventuell belasten könnten. Soweit es dich angeht, erpresse ich kein Schutzgeld von niemandem. Am besten lässt du die Sache ruhen. Wir wissen, was wir tun. Handel mit mir. Komm, stell dich doch einfach auf meine Seite. Oh, ich sollte mir die Mission auswählen, dass ich weiß, wenn dann wo es genau ist. Schissblut. Vor wem versteckst du dich? Ich habe gar nichts gestohlen. Du hast hier keinen Zutritt. Kluge Entscheidung. Jo. Relax, man. Was muss ich pickpocken?
Wer so schleicht, hat was zu verbergen. Ach, vielleicht sollte ich es mir zuerst durchlesen. Das liegt neben mir, natürlich. Wo soll es sonst liegen? Jo. Nichts. Versuchen wir es nochmal mit William zuerst. Oh, ich will Red nicht helfen. Verdammte Ratte. Oh. Nein. Jo, William. Ich weiß, warum Chloe nicht mehr zahlen kann. Blake erpresst Schutzgeld von ihr. Und? Was interessiert mich das? Moment. Ich habe eine Idee. Ich könnte jemanden damit beauftragen, sich... Ach nee. Sorge dafür, dass Blake damit aufhört. Mir egal. Hauptsache, ich bekomme den Tribut. Wir kommen vor, das ist die einzige Mission in diesem Spiel, wo sie dir keine zweite Option geben. Vielleicht ist das ein Code, oder? Mehr stillen? Warum nicht? Dann stillen wir halt ein bisschen. Dann stillen wir uns einmal durch die Outriders. Outriders. Goddammit. Jetzt abrot. Wasserflasche ist das Wichtigste. Wasser! Ah, ich hasse Red. Aufzunehmen, mir zu bohren. Oder ob ich direkt mit Chloe reden kann. Sie kann einfach nicht aufhören, das rumzuerzählen. Jo. Bring mir etwas bei. Na gut. Welchen Gruppe. Echt jetzt? Red. Zeig mir deine Ware. Na gut. Was? Was habe ich nicht gemacht jetzt? Was habe ich nicht gemacht? Habe ich noch was stillen müssen? Was habe ich verpasst? Wirklich. Oh, was wollen sie jetzt von mir? Ups, das sollte ich wegstecken. Episode mal vorbei. Pause. Ich habe bei Blake eine Liste gefunden. Wirklich? Zeig her. Dann lass mal sehen. Anwärterliste. Ryan was? Ach, Iron Madison soll das heißen. Der Mann hat vielleicht eine Sauklaue. Das scheint eine Liste von Leuten zu sein, denen er vertraut. Ryan ist sein momentaner Bodyguard, mit dem er immer zusammen jagen geht, wenn es wirklich das ist, was sie dort draußen tun. Okay, dann ist ja klar, was wir zu tun haben. Ja, wir zeigen ihm die Liste. Was? Nein, bloß nicht. Nein, wir müssen subtiler vorgehen. Pass auf, mein Freund, ich erklär's dir. Wir könnten Blakes Leibwächter austauschen. Die Namen auf der Liste, die du mir gegeben hast, scheinen Anwärter auf diesen Posten zu sein. Am besten tauschen wir den obersten Namen aus. Wenn der Name ausgetauscht ist, sorgen wir dafür, dass Blake einen neuen Leibwächter braucht. Was meinst du mit austauschen? Naja, was wohl? Wir bringen ihn um, was sonst? Und dann werde ich seinen Posten übernehmen. Nachdem ich meinen Namen ganz oben auf die Liste gesetzt habe, werde ich den Zettel wieder zwischen Blakes Sachen legen. Währenddessen kümmerst du dich um Ryan und sorgst dafür, dass er nie wiederkommt. Er ist sehr loyal. Ich denke, du wirst ihn sogar umbringen müssen. Bei allem anderen ist das Risiko zu groß, dass er mit Blake redet. Alles verstanden? Ja. Alles klar, dann los. Du kümmerst dich um Ryan und ich werde Blakes neuer Leibwächter, um sein Vertrauen zu gewinnen. Wir treffen uns dann oben bei Blake.
Oh, gibt es da wirklich keine andere Option, diese Mission zu vollziehen? Wo ist sie? Ja. Ja, Mist. Oh, Gott, hier. Ich vermisse seit längerer Zeit von Ray. Ich glaube, ich werde ihn suchen gehen müssen. Hey, Ryan. Oh, halt dich kurz, ich bin müde. Ich hab's mir überlegt. Ich hau dir doch aufs Maul. So gefällt mir das. Meine Waffe hat schon lange kein Menschenblut mehr gesehen. Dann mach dich bereit zu sterben. Dich hole ich mir! Oh, er hat mich trotzdem erwischt. Oh, kann ich nochmal in seinem Bett schlafen? Oh, wo ist Ray? Hat er mich verlassen, weil er mich hasst? Könnte ich verstehen. Oh, habe ich ihn gelootet? Ich glaube schon. Oh, okay. Dieser Weg ist schneller. Oh, ich hasse Red. Ich will mich nicht verarschen lassen. Aber genau das passiert hier. Und damit Red. Ich. Steht er da drinnen jetzt oder was? Was geht hier schon wieder ab? Steht er außerhalb? Ach. Ryan lebt nicht mehr. Sehr gut. Ich habe in der Zwischenzeit Blakes Liste manipuliert und wieder zwischen seine Sachen gesteckt. Es würde etwas komisch kommen, wenn ich jetzt zu Blake gehe und ihm sage, dass sein Leibwächter gestorben ist. Am besten machst du das. Woher sollte ich das wissen? Was? Du meinst, dass sein Leibwächter tot ist? Er könnte denken, dass ich ihn getötet habe. Na und wenn schon. Selbst wenn, glaube ich nicht, dass er dir sonderlich böse wäre. Er ist es schließlich gewohnt, dass ihm seine Bodyguards reihenweise wegsterben. Geh einfach zu ihm und sag, dass du seine Leiche gefunden hast. Am besten erwähnst du auch noch, dass er jetzt einen neuen Bodyguard braucht. Er kann manchmal etwas schwer von Begriff sein. Alles klar. Gut, dann komm wieder zu mir, wenn du ihm Bescheid gegeben hast. Ich hasse dich, Red. Ich hasse dich. Ich habe deinen Bodyguard gefunden. Was soll das heißen, gefunden? Er ist tot. Verdammte Scheiße, schon wieder? Ist hier denn jeder Arsch zu unfähig, um mal am Leben zu bleiben? Du wirst dir wohl einen neuen suchen müssen. Ich weiß. Glücklicherweise habe ich erst vor kurzem eine neue Liste mit vertrauenswürdigen Leuten bekommen. Wird Zeit, dass ich da mal einen Blick drauf werfe. Danke, dass du mir Bescheid gegeben hast. Ist dir diese Information nichts wert? Ja, schon gut. Hier hast du ein paar Splitter. Und jetzt verschwinde. Ich habe Blake Bescheid gegeben. Alles klar. Dann warten wir jetzt, bis er zu mir kommt. Ich habe auch eine Idee, was du in der Zwischenzeit machen könntest. Wie wär's, wenn du zu Doc gehst und uns ein bisschen Stoff zum Feiern besorgst? Nein. Ist es nicht etwas zu früh zum Feiern? Mach dir keine Sorgen und lass den guten Rat nur machen. Ach, das Ganze ist quasi schon in trockenen Tüchern. Hier hast du ein paar Splitter. Das sollte ausreichen, um beim Doc ein bisschen was zum Feiern zu kaufen. Wo hast du denn plötzlich die Splitter her? Frag lieber nicht. Wenn ich etwas will, dann kriege ich es meistens auch, mein Freund. Und sag dem Doc, er soll dir etwas von dem besonderen Zeug mischen. Sag ihm einfach, ich schicke dich. Ich glaube, da kommt Blake schon. Wir sehen uns dann später wieder hier. Oh. Ich hasse diese Mission. Oh. Muss Red ausschalten. Muss ihn ausschalten. Red schickt mich ein paar Stims zu holen.
Die gute alte Ratte also. Ja, ja. Er sagt, du sollst... Ich weiß. Der gute Doc weiß das. Ich, das besondere Zeug, richtig? Ja? Genau. Kein Problem. Gehe. Ich mach das. Ich regel das. Ich mach mich direkt an die Arbeit. Komm in einer Stunde wieder. Dann bin ich fertig. Ich hasse es. Hey, Rat! Blake, mein Freund, was hast du auf dem Herzen? Ich habe ein Jobangebot für dich. Wie immer schnell bei der Sache, was? Worum geht es? Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und ich habe aus sicherer Quelle gehört, dass du so jemand bist. Aus sicherer Quelle also? So, so. Ja, ich brauche einen neuen Bodyguard. Ryan ist zu unzuverlässig geworden. Unzuverlässig? Ja, du weißt ja, wie das ist. Er war dauernd nur am Saufen und am Rumhuren. So jemanden kann ich nicht gebrauchen. Verstehe. Was muss ich denn bei dem Job so tun? Komm mit. Ich zeig dir, worum es geht. Okay, dann geh vor. Ich folge dir. Verfolgen wir sie einfach. Ich glaube, sie sind ganz weit weg aus der Stadt. Und sie sind schnell. Oh, ihr seid schnelle Jungs. Oh. Wir haben einen Sprint drauf. Ich weiß ja, was passiert mit den zwei. Oh, wohin rennt sie? Verfolgen wir sie offscreen? Nee, wir sind schon mittendrin. Boah, der ist schnell, der Typ. Oh, ich sollte mich mal rumschauen, wo ich Ray vergessen habe. Boah, kommt, sie rennt doch nicht ans andere Ende der Map. Komm. Warum bin ich nicht so schnell? Sind die gerade an Gegnern vorbeigerannt? Ja, die beiden noch einmal Raptoren. Die Waffe weg. Du bist das jo. Vielleicht kann das Viech ja Red killen. Okay. Was geht hier ab? Wirklich? Was das? Ihr rennt einfach nur durch die Wüste. Oh, ich hasse euch. Ja. Oh. Episode vorbei. Wir machen eine andere Mission in der Zwischenzeit.